Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen kleinen Vlog für euch mit mir und der kleinen Meckerziege hier. Was willst du? Muss mich antippen? Ja, was denn? Ja, wir kuscheln gleich noch. Ich fahre nämlich heute nach Köln. Ich habe mich verabredet mit Maike und mit Anja. Wir drei werden eine hoffentlich schöne gemeinsame Zeit verbringen. Endlich haben wir es geschafft, ein Wochenende zu finden, wo wir alle zusammen Zeit haben. Und du bleibst hier zu Hause? Okay? Ja, du musst leider bleiben. Und ich habe gedacht, ich vlogge ein bisschen für euch. Ich nehme euch mit nach Köln. Wir wollen ein bisschen die Stadt unsicher machen, was gemeinsam essen, die Buchhandlungen durchstöbern und vielleicht auch ein Video für euch drehen. Und ich hoffe, ihr freut euch und dann sehen wir uns gleich, wenn es losgeht Richtung Bahnhof. Ich wollte euch noch kurz das Buch zeigen, was ich gerade lese bzw. höre, denn das habe ich auch als Hörbuch. Das ist aus dem Rowohlt Verlag Sturmrot von Tove Alsterdal. Habe ich zugeschickt bekommen, ist also ein Rezi-Exemplar, was unangefragt hier bei mir eingetrudelt ist. Und ich habe gedacht, ich lese mal rein und es gefällt mir eigentlich ganz gut, vor allem, weil es auch ein erster Fall ist für eine neue Ermittlerin. Und es ist ein Schweden-Krimi. Sowas lese ich im Moment, gerade im Sommer, ja echt total gerne. Ja, ich bin noch nicht so weit, wie ihr sehen könnt, habe ich ungefähr 20% oder so gelesen. Ja, Sturmrot spielt in Schweden. Ein ermordeter älterer Herr in einer Badewanne, eine neue Ermittlerin. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das dann am Ende so gewesen ist. Gehen wir da rein.
Fall Gummersbach. Genau. Da werden wir gleich reinhüpfen. Ja. Mit den Füßen. Unser Telefonito ist da hinten. Busy. Das hatte ich auch gelesen, das war auch super und das ist jetzt das nächste von ihm. Okay. Unter dem Sturm war auch ein toller literarischer Krimi. Also wer sonst keine Krimis liest, den kann ich trotzdem empfehlen. Die hätte ich mir ganz anders vorgestellt, die immer mit Partner. Mhm. Hier süße Magnolie. Sieht aus wie eine von Suits. Ja, ne? Hätte ich auch gedacht. Meine Streuobstwiese. Und Gretchen hast du aber auf dem Sub, oder? Das hat Maike auf dem Sub. Ah, okay. Möchte ich aber auch noch nehmen. Ja, solltest du auch tun. Das ist ein ganz tolles. Jetzt sind wir wieder angekommen, haben Shopping-Ausbeute mitgebracht und wir wollten euch jetzt noch gerne zeigen, was wir eingekauft haben. Ja, ich konnte mich ja wieder nicht zusammenreißen. Ne? Fang du mal an. Ich fange an mit dem ersten Buch, was ich mir geholt habe, und zwar von Nino Haratischvili, Mein sanfter Zwilling. Das ist das zweite Buch, was sie geschrieben hat. Und das ist jetzt auch so aufgemacht in dieser, wie auch Brilka und Die Katze und der General. Und das wollte ich gern haben und das habe ich mir dann mitgenommen. Und hier geht es halt um ein Geschwisterpaar, und zwar um Ivo, das ist der Adoptivbruder, und Stella. Und die verstehen sich zu gut und haben eine sehr enge Bindung miteinander, was sie nicht dürften. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen, um diese Beziehung. Und das hört sich sehr gut an. Ich finde es auch wunderschön. Schau ich das an. Sehr schön. Echt schön. Und nicht so dick, ne? Nee. Im Gegensatz zu Brilka. Hat wirklich auch nicht so viele Seiten. Lass mich gucken.
Ja, 379. Das ist ja nix. Ganz schmaler Handel. Ganz schmaler Handel. Für die Nino. Genau. Soll ich direkt alle zeigen? Klar. Okay. Dann habe ich noch von Isabel Allende Violetta. Das hatte ich jetzt öfter mal irgendwo gesehen. Und jetzt hat mich das so angequatscht oder angesprochen, weil Sarah Sophie das auch nochmal in die Hand genommen hatte. Mhm. Ich werde es gleich nochmal sehen. Hört sich so gut an. Es geht um eine außergewöhnliche Frau, ein turbulentes Jahrhundert, eine unvergessene Geschichte. Die spanische Grippe kommt drin vor. Und es geht viel um Umwelt, um Aufruhr. Und es hat so ein bisschen so einen Epos-Charakter, was mich auch sehr an Rilke erinnert hat. Und deswegen musste ich das ja so 100 Jahre Familiengeschichte. Mhm, genau. Mhm. Hört sich einfach richtig gut an. Ja, und am nächsten Buch bin ich sehr unschuldig dran. Wurde ich ein bisschen zu genötigt. Ganz dezent. Ganz dezent. Von Imuna Elon, Das Haus auf dem Wasser. Ein 5-Sterne-Buch von Sarah Sophie. Empfohlen von Katrin. Und ich musste es mir jetzt holen. Es war auch nur einmal da. Es war auch nur einmal da. Es hat auch Anja gerufen. Haben Maike und Sarah gesagt, es hat die gerufen. Ja, es hat immer gebrüllt. Ich habe es lange versucht zu ignorieren. Es hört sich echt gut an. Es geht um einen Autor, einen Schriftsteller, der nach Amsterdam fährt, um in einem jüdischen Museum so ein bisschen die Familiengeschichte so aufzuarbeiten. Lesereise ist das auch. Und dann entdeckt er tatsächlich ein Familienfoto in einem Museum und da ist seine Mutter drauf mit einem kleinen Kind auf dem Arm und das ist aber nicht er. Und dann bricht er seine Lesereise ab und taucht in die jüdische Geschichte ein in Amsterdam und das soll so sehr bewegend sein. Das hört sich richtig gut an. Ja, war für mich ein absolutes Jahreshighlight. Deswegen ist es jetzt besser. Ne? Ja, wir fixen uns ja immer gegenseitig an. Furchtbar. Schöne Ausbeute. Ja, mega. So, Maike, meine Liebe. Ja. Jetzt zeigst du mal deine Ausbeute. Ich habe als einziges 4 Bücher kaufen müssen. Ne? Nur mal so viel dazu. Aber die Stimme aus dem Hintergrund. Mhm. Das landet nicht auf dem Sub. Landet nicht auf dem Sub. Ich habe mir nämlich Der Gesang der Flusskrebse dann auch für mich selber gekauft. Und es gibt eine neue Auflage von Hansa Blau. Tatsächlich diese Filmausgabe. Und die ist sehr schick. Ja. Und dann habe ich mich für die entschieden, weil da nämlich hier so Bildchen drin sind. Das ist ja wieder sehr professionell. So, ne? Und das fand ich schön. Stimmt, aus dem Film, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist ein Bild, genau. Und das hier gemalt. Natürlich. Ja. Ja, und das ist hinten auch nochmal so ähnlich. Auch nochmal ein gemaltes Bild. Und die Gedichte sind da irgendwie. Sieht eine Rolle spielen. Super aus, ja. Ja, und dann habe ich mir das jetzt gut. Dann habe ich jetzt eine andere Ausgabe. Genau, mit Bildern vom Set des Films und einem neuen Text der Autorin. Aber ich glaube, der Text der Autorin ist ganz klein. Wahrscheinlich. Der ist nur, wie sie es empfindet, dass das jetzt verfilmt worden ist. Ja, also läuft jetzt im Kino. Genau. Wer das noch nicht mitbekommen hat. Gesagt, wir wollten eigentlich gern gemeinsam reingehen, aber es läuft erst ab nächstes Jahr. Ja, wir sind eine Woche zu früh. Es ist sehr schade. Sonst wären wir ins Kino gegangen. Das hätte sich sehr gut Das wäre cool gewesen. Gemacht. Ja, und dann habe ich jetzt so lange darauf gewartet, bis dieses Buch im Taschenbuch erhältlich ist, dass ich es jetzt kaufen konnte. Michael hat es als Taschenbuch. Genau, ja. Weil ich habe das immer wieder in der Hand gehabt und Anja auch. Und jetzt gibt es das im Taschenbuch Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Und das ist ja ein Buch über eine das ist ja ein vielstimmiger Roman, glaube ich, über Frauen oder eine Familie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß gut Bescheid, ihr merkt es. Verwebt die Autorin die Geschichte schwarzer Frauen über ein Jahrhundert zu einem einzigartigen und vielstimmigen Panorama unserer Zeit. Ein beeindruckender Roman über Herkunft und Identität, der daran erinnert, was uns zusammenhält. Ich glaube, es hat auch den Booker Prize bekommen, ne? Genau. Ja. Cool. Spiegel Bestseller. So. Ja, mach weg der Bäppersche. Habe ich noch nicht abgemacht. Mach das Bäppersche ab. Ja, weißt und du? Dann habe ich mir noch gekauft von Ethan Hawke. Hell strahlt die dunkle Dunkelheit. So. Da bin ich total gespannt drauf, was du dafür sagst. Ja, dazu sagst, das klingt super. Mhm. Das ist wohl eins der persönlichsten Bücher von dem preisgekrönten
Schauspieler Ethan Hawke. Er ist ja auch Regisseur und Schriftsteller, wie man merkt. Das ist ja nicht sein erstes Buch, glaube ich. Ne? Das ist wohl ein Porträt eines Rosenkriegs, eine Erzählung von Vaterschaft und Männlichkeit, ein Roman durchtränkt von Wut und Sex, Charme und Glamour und ein leidenschaftlicher Liebesbrief an die Welt des Theaters. Und wegen letzterem habe ich es mir dann auch gekauft. Hast du ein Foto von ihm da drin? Oh ja, das könnten wir mal gucken. Ja, da ist er schon etwas älter. Ne? Wir kennen ihn ja noch aus jungen Jahren. Ja, aber ich glaube, man weiß, wer es ist. Ne? Ich weiß gar nicht, Club der Toten Dichter. Ach, das war auch ein Film, ne? Hat er mitgespielt. All-time favorite. All-time favorite. Und ich sehe, ich habe einen Fleck auf dem Buch. Naja, mach ich. Ja, freue ich mich sehr drauf. Da bin ich super gespannt. Wenn du begeistert bist, dann zieht das bei mir auch noch ein. Ich weiß nicht, irgendwer war aber auch begeistert. Also ich weiß, dass Adriana Popescu das Popescu auf ihrer Liste hatte, glaube ich. Oder sie hat es auf der Liste gehabt. Ja, irgendwer war begeistert. Wir hatten es aber mehrfach auch in der Hand. Genau, ich habe es in der Kiwi-Vorschau auch gesehen. Genau. Naja, und dann habe ich es mir jetzt spontan mal mitgenommen. Ja. Und dann musste ich ja noch eins kaufen, weil ich ja vier kaufen musste, auch von einer Spiegel-Bestseller-Autorin, da auch der Aufkleber noch drauf ist. Wer das jetzt wohl ist, könnte es Nino Haratischvili könnte sein. Ich habe mir aber die Katze und der General gekauft. Ich werde das jetzt aber nicht bald lesen. Ich brauche jetzt erstmal noch. Aber auch das Cover ist so cool. Aber das ist halt schick. Und ich glaube, ich kaufe mir die Bücher jetzt einfach im Taschenbuch. Ja. Deswegen muss ich ja jetzt warten, weil das Licht ist das hier... Das Licht ist hier viel heller, ist von Mareike Fallwiel. Richtig. Das mangelnde Licht, das neue, das hört sich schon einen Ticken besser an als das. Aber das gibt es nur im Hardcover. Aber das gibt es bis jetzt nur im Hardcover. Und ich habe jetzt alles im Taschenbuch. Kann ich jetzt nicht mit Hardcover. Nein, auf gar keinen Fall. Geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Nein, das ist ja, das hat Anja ja gelesen, im letzten Lesemonat vorgestellt. Kali auch, glaube ich, ne? Ja, wir haben zusammen gelesen. Wir haben zusammen gelesen, genau. Es geht um Tschetschenien, ne? Ja. Den Tschetschenienkrieg. Genau. Ja. Und es ist aber wohl anspruchsvoll. Man muss schon konzentriert sein. Mhm. Anja meint, sie weiß nicht, ob ich es ohne Leserunde schaffe. Nein, aber ich habe ja Anja. Du kannst dich vertrauensvoll an die beiden wenden. Mal sehen. Ja, ich habe es mir jetzt erstmal gekauft, damit ich was habe, weil ich will erstmal wissen, wie Anja den Zwilling findet, bevor ich den kaufe. So ist es. Klar. Ja. Sibi. So sieht's aus. Also meine Bücher, die ich geshoppt habe, an diesem hier ist Anja schuld, habt ihr gerade schon gesehen. Auch ich habe Violetta gekauft von Isabel Allende und ich glaube, das ist das allererste Buch, was ich von der Autorin lesen werde. Sie ist ja schon ein Urgestein, wenn man das mal so bezeichnen darf. Sieht für ihre 80 Jahre fantastisch aus. Guckt euch das an. Wahnsinn. Ja. Eine beeindruckende Frau, glaube ich. Und ich freue mich da auch sehr drauf. Hier mit diesem Buch hat mich die liebe Manu angefixt, die ich auf Instagram ja schon ewig verfolge. Agathe liest. Ihr müsst sie alle hoffentlich kennen. Wenn nicht, guckt nach. Catherine Cassett, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Die Definition von Glück aus dem Eisele Verlag habe ich mir geholt. Das ist ein Roman über zwei Frauen. Clarisse ist eine Abenteurerin und die liebt Reisen, die liebt die Männer. Sie ist ständig verliebt in höchsten Höhen, in tiefsten Tälern. Und Eve hingegen ist so eine Businessfrau, leitet eine Edel-Catering-Firma und hat eine ganz stabile Ehe. Also die sind total unterschiedlich. Die eine in Paris, die andere in New York lebend. Und über Jahrzehnte hinweg bekommen wir die beiden als Freundinnen und deren Lebensgeschichte erzählt. Ja, also ein Generationenroman über Frauen, Sehnsüchte, Lieben, Abgründe, Muttersein, Älterwerden. Ja, wie man Glück definieren kann als Frau. Klang fand ich auch super. Ja, hört sich super an. Und ist auch bei Goodreads mit 4,6 Sternen oder so richtig gut bewertet worden. Und das nächste Buch ist eins, da hat mich der Florian, der literarische Nerd, angefixt. Das kann der gut. Kann der sehr gut. an den Ufern von Stellata von Daniela Raimondi. Ist jetzt auch ganz frisch erschienen, gibt es also noch nicht so lange. Und das ist auch eine Familiengeschichte, die in Norditalien spielt, genau, auf der Po-Ebene. Und da geht um die Familie Casadio. Und alles beginnt mit Giacomo, der sich Anfang des 19. Jahrhunderts in die schöne Violca verliebt. Und das ist eine aus dem fahrenden Volk. Die
irgendwie eines Tages mit diesem Track, mit dem sie unterwegs ist, in diesem Örtchen Stellata hängen bleibt. Wegen einem Schneesturm müssen die ein paar Monate da überwintern, ungeplant. Und da verlieben die zwei sich. Und da beginnt diese über Generationen erzählte europäische Geschichte. Ja, so wird es zusammengefasst. Also da freue ich mich auch. Es ist halt mal Italien. Da lese ich literarisch auch selten irgendwie. Und Stellata hat mich irgendwie vom Cover angesprochen. Florian hat da so von geschwärmt. Und ja, es ist auch kein kleines, dünnes Büchlein. Aber ja, es ist sicherlich auch eins daran für den Sommer. Daran liegt es ja schnell. Ich ja, wollte es eben. Ja, ich bemühe mich, dass ihr da auch bald eine Rezi zurückkommt. Das war es, meine Ausbeute. Sehr gut. So, und damit wollen wir den kleinen Mini-Vlog auch beenden. Wir haben noch ein paar Stunden gemeinsame Zeit, die wir jetzt mit Quatschen verbringen werden. Und dann geht es schon wieder nach Hause für mich. Und bin schon ganz traurig. War so schön mit euch. So schnell vorbei. Ja, war ja, sehr, sehr schön. Und wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und sagen einfach bis zum nächsten Video, wenn ihr mögt. Tschüss.